Oida, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem nächsten Teil, zweiten Teil von meinem Ratgeber. Ich habe es jetzt mal so genannt, aber keine Ahnung, wie ich es nennen soll, dieses Segment, die Reihe. In dem werde ich ein paar eurer Fragen beantworten, was man pushen soll, was man entwickeln soll und so weiter, was ihr halt so gefragt habt im letzten Video. Und wenn ihr eure Frage beantwortet haben wollt, könnt ihr das hier unten in die Kommentare schreiben oder an meine Facebook-Seite oder Instagram oder E-Mail oder mich persönlich fragen und dann kommt das vielleicht dran. Aber schauen wir mal, was ihr so gefragt habt. Allzweckwaffe Pax fragt, soll ich ein Glitzer raus mit Vielender und Leerstelle? Ja, ich glaube, er meint Lehmschelle auf 98% hochziehen oder mir ein zweites entwickeln. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viele Glitzer raus hast du bereits? Wie stark ist das Glitzeros mit Vielender und Nebenschelle? Und wie viele Bonbons hast du? Wie viel Staub hast du? Deswegen, falls ihr mir Fragen stellt, brauche ich ein bisschen mehr Informationen. So kann ich das natürlich nicht beantworten. Da fehlen leider viel zu viele Informationen. In dem Fall sind die Attacken relativ egal. 98% ist relativ saftig. Die Frage ist halt nur, von welcher WP er den hochziehen will. Wenn es schon relativ hoch ist, dann klar, wieso nicht? Wenn es halt richtig low ist, dann natürlich nicht. Das ist mein Rat. So, nächste Frage von Luke Becko. Servus Song. Mich würde deine Entscheidung zu einer meiner Meinung nach schwierigen Entscheidungen interessieren. 100% Kokowai Level 2 oder 91% Kokowai Level 30 mit Max Attack pushen. Beides, bestes Moveset. Candies und Staub genug vorhanden. Man hat nie genug Staub, aber okay. Aber zu geizig, beide zu maxen. Sehr gut. Das 100er würde 120.000 Staub mehr kosten. Das ist eine sehr leichte Frage zu beantworten. Ich würde keins von den beiden maxen. Ich max nur Pokémon, die ich auch in die Arena stelle. Also dementsprechend nur die früher Top 5. Jetzt mache ich nicht mal die Top 5 mehr. Jetzt mache ich eigentlich echt nur noch Gagados, Dragoran und Despota. Die anderen max ich, push ich eigentlich gar nicht mal mehr. Ja, deswegen relativ egal. Den Level 2 ja sowieso nicht. Weil Kokowai, selbst wenn du ihn maxst, ist er komplett wertlos, momentan komplett wertlos, also komplett wertlos natürlich nicht, aber arena-technisch, und das ist das Einzige, was momentan zählt, kannst du dir ein Gyarados machen, ohne zu pushen, und das ist halt höher in der Arena als ein gemaxtes Kokowai. Das ist halt das Problem momentan leider im Spiel, aber so ist es, deswegen keins von beiden. So, nächste Frage von Malte Armen. Euer Hong. Habe auch eine Frage bezüglich Despota. Ich habe während des Events 47 Lavita gefangen. Nicht schlecht. Und somit sind Candies kein Problem. Ich habe ein Level 20 mit 96% wild gefangen. Jedoch ist Angriff nur auf 13. Was heißt, dass er nicht über 3600 kommen würde? Mein anderes gutes Lavita ist Level 6 und hat 93% mit Angriff auf 15. Somit hätte das 93er Despota immer 3 WP mehr. Hat es das? Was würdest du tun? Das 96er hätte immer noch mehr WP als 100% Dragoran. Ja, natürlich. Also ich persönlich würde keins von denen entwickeln. Ich würde noch warten, noch geduldiger sein. Es lohnt sich. Aber falls du wirklich eins entwickeln musst, dann würde ich den Level 20er nehmen. Ich habe gesagt, IVs bei Despota das Einzige und Dragoran, wo es wirklich zählt. Aber Level 6 ist halt echt zu low. Das kann ich nicht befürworten, so viel zu pushen. Deswegen, wenn es von den zwei einer sein soll, dann nimm den Level 20er. Nächste Frage von Guess Who's Back 96. Hab ein 100% Aquana mit dem besten defensiven Moveset. Das Evoli hatte nur 100 WP und das Aquana hat ca. 300. Soll ich das trotzdem pushen? Wäre knapp 250.000 Staub. Nein. Aquana ist nicht mehr in den Top drin. Ich push Aquana schon sehr lange nicht mehr. Es gab eine Zeit, da war Aquana Top 5 und in den Arenen gut vertreten. Momentan sieht man die leider überhaupt nicht mehr und das hat auch ihren Grund. Die kommt nicht mehr so hoch und deswegen niemals mehr einen Aquana pushen momentan. Schauen wir mal irgendwann in Zukunft, vielleicht ändern die wieder was, aber so, nächste Frage von FLX. Okay, soll ich ein Dratini mit 93% IV und 484 WP entwickeln. Ich habe noch keinen Dragoran und bin Level 28.
Also ich persönlich würde es nicht entwickeln, aber ich habe auch viel mehr Optionen. Ich habe viel bessere Dratinis und so viele. Und das hat natürlich nicht jeder. Wenn das dein Bestes ist, sagen wir es so, mit Level 28 habe ich viel, viel schlechter Dratinis entwickelt. Und diese Dragons, die ich mit den schlechten IVs entwickelt habe, machen immer noch ihren Job, also kannst du auf jeden Fall entwickeln, vor allem wenn nichts Besseres kommt. 93 ist echt solide und 484 ist auch nicht so low. So, Jakob Hauser fragt, Euler Hong, nice Video, habt eine Frage. Mein Glitzeros hat 93% und schlechte Attacken, soll ich es pushen oder ein neues entwickeln? Genau wie bei dem anderen, da brauche ich mehr Informationen. Wie hoch ist dein Glitzeros, wie viele Glitzeros hast du schon, wie viele Bonbons, welches Level? Da fehlen zu viele Informationen. Dann nächste Frage von KingCord67. Welches Lavi-Eater würdest du entwickeln? Ein WP 93 mit 96% oder ein WP 734 Level 30 mit 91%? Ich habe zwar gesagt, jeder IV-Prozent bei Despot erzählt, aber der Unterschied ist zu saftig. 734 Level 30, puh, direkt entwickeln. Der kommt auf fast 3-2, so einen ähnlichen hatte ich auch. Der ist fast so saftig wie der, den ich entwickelt habe. Der hatte 93% Level 30. Also der kommt auf über 3000 ungepusht, also direkt entwickeln und dann sparen für den anderen. Falls du bis dahin nichts Besseres gefunden hast, dann kannst du den 93 WP 96% immer noch entwickeln. Joe Miller fragt, hey Hong, habe einen 80% Lavita entwickelt, es hat jetzt mit 3 Power-Ups 2230 WP, bin Level 25, hättest du das auch getan? Nein, hätte ich nicht getan. Dann fragt Fanzel, hey Leute, ich habe ein Dratini Level 20 89% und ein Dragonier Level 14 93%. Außerdem habe ich keinen Sternstaub und müsste meine besten Pokémon noch hochpowern. Ich bin Level 28 und habe 80 Dratini Candy. Was soll ich entwickeln? Nichts, weil du eh keine Bonbons hast. Also einfach warten und sparen, bis du mal was hast. Und bis dahin kriegst du eh bessere Sachen. Louis Starshock fragt, hey Hong, meinst du, ich sollte ein 98% Dratini mit schlechteren WP entwickeln oder ein 93% Dratini mit besseren WP? Da brauche ich ein bisschen mehr Informationen, wie viel WP genau. Wenn es ein großer Unterschied ist, dann den mit höherer WP. Wenn es so ein kleiner Unterschied ist, dann natürlich den 98er. Und wenn beide Low WP haben, dann eigentlich gar keinen von beiden. Also mehr Informationen, Leute. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte den Leuten, die Fragen gestellt haben, helfen. Wenn ihr Fragen stellen wollt, wie gesagt, unten in die Kommentare mit so viel Infos, wie es geht. Oder an meine Facebook-Seite oder Instagram oder E-Mail. Was euch einfach so einfällt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook, vergesst nicht Pokémon und Serious Business.